Was geht ab, ihr Sahneschitten? Heute ist es mal wieder an der Zeit. Und zwar an der Zeit, jeden und alles wegzuraiden. Zuletzt haben wir online die Green Obi Cave of Valguero geraidet. Mit einem super ekligen kleinen Eingang war es echt anstrengend, dort hineinzukommen. Heute wollen wir uns erneut steigern und forb daher die recht große Center Redwood Cave. Auch diese ist umgemoddet und hat im Vergleich zum Original einen kleinen Eingang hinter einem Wasserfall. Und auch hier sind die Gegner wieder online und machen uns das Leben schwer. Jedoch verändert sich die Mentalität der Verteidiger im Laufe der Zeit gewaltig. Und ob das im Nachhinein für uns ein Vor- oder Nachteil sein wird, das erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Es freut mich sehr, dass die aktuellen Videos so gut bei euch ankommen. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuesten Folge. Let's go! Oh, GG. Wird weggenockt. Wieder mal hingesetzt. Ball droppen jetzt. Wo bist du gestorben, natürlich? Oben links auf der Kante. Fickrex Sattel? Ja, haben wir noch. Place and plant wise neben ihren Turrets. Ja, weiter geht nicht. Ja, reicht. Nur, dass sie da keinen Turrets drauf kriegen. Wo ist die Pulse-Wyvern? Steht da und schießt. Oh, jetzt schießt sie nicht mehr. Keine Ahnung, warum der Typ nicht weggegangen ist. Hier für einen Tag-Tracks von denen? Ein Desmos ist wieder, glaube ich, den da. Unserer, oder? Naja, ja, ist unser. Ich hab versucht, den Tracksuit-Player zu picken, aber hab ihn nicht gehittet, Digga. Ich war direkt auf ihn drauf. Hat jemand einen Spikeless? Nein, leider nicht. Geh gleich irgendwann nochmal rüber, hol nochmal Waffen, Muni und auch Spikeless und Schalldämpfer. Geht für einen Pick an der Seite. Ja. Desmos tot? Hast du ihn gepickt? Nee, also der Desmos ist Apfel. Tot. Achso, Apfel hat dich gepickt, okay. Hat jemand Metro? Ja. Kannst du die eben irgendwo reinpacken? Liegt in meinem Desmo. Okay, mach du. Oben rechts, da ist ein und da ist ein Texthüter. Ja, der ist tot, der fliegt von alleine rein. Hast du den? Brauch ich nicht mal grabben. Ich drop ihn. Ja, loot. Ja, da war safe ein Suit und so weiter. Pack den Suit eventuell weg. Ne, der ist kaputt. Ja, kostet kein Elite zu repairen, pack in Vault. Jetzt schon bist du da? Ja, ich bin theoretisch ready. Auch. Kann deep gehen für dich, ich hab. Also der Stegler. Also ich versuch dich zu protecten. Vor einem Desmo oder Suiter, aber da kommt ein Suiter vorne, Apfel. Er ist über dem Fortnite. Netz. Ja, irgendwo fliegen Netze auf jeden Fall. Ja, auch nicht. Wo bist du? Wo ist der Tappe? Geht vorne. Tappe liegt da. Du bist halt so gelasert. Ja, den kann ich halt nicht entnetten, solange du nicht mindestens daneben stehst. Ja, solange der nicht gedingen wird, ist er fallen. Legit, geh mal rein. Kannst du ein Stück rein? Du musst erstmal das Turret wegmachen, weil ich hab meine Flak ist wirklich nicht mehr. Ja, gut. Aber so weit rein, dass er zumindest ein paar Meter noch rein kann. Ist ja, down. Noch nicht down. Jetzt down. Die haben irgendwo ein Tech Turret, glaube ich, zerstört. Die machen da oben irgendwas kaputt. Aber ich kann da nicht hin, weil das ist halt Turret Range, von wo aus die agieren. Auf jeden Fall machen die den Highground gerade down. Das ist schlecht. Ja, die stehen da mit Rex und Stego. Wir müssen uns die irgendwie da oben schnappen, bevor die wieder weg sind. Dabei fällt mir ein, wisst ihr, was auch bald wieder weg ist? Die neuen limitierten Sachen bei meinem Partner Hody. Hody feiert seinen dritten Geburtstag und hat daher fette Rabatte und die limitierten Collectors Editions für euch. Ebenso natürlich auch einen neuen Flavor. Ganz neu ist der Energy Eel. Mit dem typisch echten Energy-Geschmack aus Guarana für jeden, der den vermisst hat. Aber natürlich wie gewohnt, super kalorienarm und ohne Zucker, wie alles bei Hody. Ebenso richtig geil sind die Collectors Editions in der mitgelieferten hochwertigen Box.
Hier gibt's die drei OG-Flavor Tiger, Cobra und Raptor in Bronze, Silber und Gold. Und dazu ebenso den passenden Thermoshaker und eine Collectors Card. Auf dieser steht eine Nummer der auf 3330 Stück limitierten Boxen. Ich habe zum Beispiel beim goldenen Raptor die 771 abgestaubt. Und als wäre das noch nicht genug, gibt's für jeden Neuansteiger unter euch fette 50% Rabatt auf das Starter-Set Deluxe. Denn zusammen mit meinem Code GATO5 für 5 Euro Rabatt als Erstbesteller oder Code GATO für 10% seid ihr inklusive der Preisreduktion bei 50% Preisnachlass. Wenn das kein Grund ist, Howdy mal auszuprobieren, dann weiß ich auch nicht. Also, checkt den ersten Link in der Beschreibung aus und schickt mir ein Foto eurer Bestellung in meinen Discord. Ich bin gespannt, welche Collectors Edition Nummer ihr so zieht. Danke fürs Zuhören, jetzt machen wir aber erstmal weiter mit dem Raid. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich kann nicht mit dem Desmo volle Kacke in die Turrets reinhalten. Ein paar Faun, die ich noch nachplacen, aber that's it. Ja, guck, dass ihr in Notfall, wenn ihr keine Foundations hinbekommen, ist eigentlich fein. Das Erste. Du kriegst halt voll die Breitseite ab, wenn du da auf den Rex gehst. Der Stego hat gerade Net-Cooldown. Oh ja, geh du. Hast du erwischt? Einmal habe ich ihn erwischt, aber willst du wieder fallen lassen. Ja, lass mich nochmal. Er hat mich runtergewippt. Mein Desmo ist auf 1 HP. Ich spreng immer noch da oben. Mein Desmo ist down. Also, quasi. Und Juti buff euch gleich. Du kannst theoretisch den Tappe schnappen, wobei. Wäre jetzt andersrum sinnvoll gewesen, aber whatever. Kannst du auf jeden Fall Foundation schnappen, Gato. Down. Sag Bescheid, wenn du meinst, das geht. Warum hast du keinen Mate-Bus hier? Achso, du bist runtergefallen. Ich klappe hier gerade mal einen Desmo von der Frau und mein Stegel wieder. Ja. Mein Stegel steht in der kleinen Reihe. Da rennt einer los. Wer hat ihn eingebaut? Nochmal schnell. Ja, das kriegst du trotzdem kaputt. Netz auf mich. Du kommst immer weiter. Was? Ne, das schon. Kannst du reinlaufen, Affe? Ne, ich bin in der Plan Y. Benny aber gleich down. Noch ein paar Schüsse, Gato. Zu netten wieder. Benny down. Benny down. Ich den Text wieder, Gato. Pass auf mit Turn. Er ist weg. Er geht zurück. Ist weg. Kannst du Foundation schon mal replacen gehen? Ja. Ich denke zwar nicht, dass sie aktiv gegen pushen, aber. Ein bisschen zumindest müssten wir können. Ich mach mal hier diesen Elevator weg, ne? Ja, komm, ich würde schon mit Mac machen. Ja, lass mich eben hitten. Schlag nach vorne, passt schon. Ja, ich muss die von der NCAD wegmachen. Aua. Warte, kannst du mir Cakes holen? Ich hab Cakes. Fabi gerade eine Wirrwand, die hier AFK rumsteht. Ich bin gleich bei dir sonst. 6K hat die noch. Legend hat. Ich hab auch Mad Boost. Gone. Nice. M-Breed Clone. Ach du Scheiße. Ja, die haben nicht so viele Tames da drin stehen gehabt auch. Ach, du hast aber rausgepult, ja. Ja, ich hab rausgepult. Ah, Poison, mach Heavy. Schnappt euch Fabbys und sniped sie halt einfach. Also außer die in den Maps. Bist du den anderen Stego, Gato, bitte. Netzt halt, wenn die dafür gehen. Ja, RIP Stego. Poison Wivern. Poison Wivern. Ah, ich hab kein Netz. Hä? He's low. Netz ist einfach disconnected, Digga. Kriegst du nicht zu packen. Ich hab einen Hitmarker gekriegt, aber. Achtung. Ach, das war hoch.
Da kommt eine Archie. Achtung. Pick da kommt mal. Was? Archie. Archie. Ja, der will mich aus dem Mac picken. Es geht? Ja, ja. Es geht nur mit dem Archie. Ja, der kommt aber leider ein bisschen fast wieder zurück. Mit Vivern Support. Ja, wenn der jetzt wieder rausmacht, ist fein. Muss Stamina laden. Irgendwer Tech-Rifet unser Tech-Force-Field. Von wo? Ja, von unten halt. Rex ja, dann tot. Mach's halt. Guck, dass du es auf eine Größe machst, wo die. Ja, mach ja. Kleiner. Oh mein Gott, er hat mich in der Luft direkt gewippt, Mann. Und gegrabt. Ah, ich bin jetzt hier ohne Suit leider und falle. I guess. Und wir machen Desmo hinterher. Oh mein Gott, Junge. Wird unten angezündet. Und Gedauer. Ja, hast du was dabei? Und können wir dir schlecht helfen. Jetzt falle ich noch tiefer. Egal, ich mach runter. Ich hoffe, mein Desmo kommt mir hinterher. Hab gleich keine Madbrus mehr. Junge, Desmo, verkauf mich doch nicht so hart, Mann. Versuch mich im Wechsel zu grabben. Ich bin im Wasser jetzt, mein Desmo ist genettet. Ist doch einfach impossible, den Desmo zu netten, an dem du gegrabt bist, ne? Ja, das will ich nicht. Ich hab halt keine HP mehr gleich. Ja, ich bin Broken Bone zu tot. Junge, wir haben die zu zweit so viel Zeit, mir da hinterher zu machen. Und wieso darf er instant auf sein Desmo wieder aufsteigen und mein Desmo geht AFK auf Follow? Wer macht da gerade Gravel-Duell mit einem Dingens? Ich denke. Bist du jetzt gegrabt oder er? Er hat mich gegrabt, ich hab ihn gewippt. Außer Rücken kann er halt nichts. Perma mit mich jetzt hier. Ach. Und sofort plant White Spam und hat mir die Whip weggewippt. Ich hab sie wieder. Bring mal hier deinen einen Desmo wieder mit hoch. Komm mal zu mir wieder. Ich bin dir gerade runtergekommen und dir helfen. Ich bin nur weiter runtergefahren. Das ist jetzt auch nicht. Warum zum Fick kann ich nicht aufsteigen, Mann? Ich bin in der Plant Y. Wird von zwei Spielern gebumst jetzt hier. Ja, wie viele sind denn? Bei mir ist auch noch einer. Wo sind die denn? Keine Ahnung, ich geh da nicht mehr runterhelfen. Kein Bock mehr. Also weiß ich nicht. Da müssten wir da. Also das kann legit keiner mehr oben sein. Ich bin oben. Nein, also von denen. Achso. Okay, ich krieg gleich. Ja, hier wo du bist. Ich glaube, die lassen ihre Tames. Ja. Ich glaube, die lassen ihre Tames gerne draußen stehen und ihr habt knallen. Und schon wieder die nächste Crystal. Weil die Industry PvP spielen.
Da gammelt schon wieder eine Tropical Vivre und ist quasi ja. ready auf uns. Und zwei. Ja, eine gammelt und guckt auf unser Forcefield. Die haben nichts an Ammo. Gerade hast du deinen Stego dabei? Racer, ja. Racer, sorry. Ja, ich wollte gerade One by One noch kurz drauf bauen. Ich sehe es. Da kann ich gerade wenig gegen tun, to be honest. Also, da protecten zwei Wyverns. Er geht wieder von dem Player. Was zum Fick? Ich war im Force Field. Mhm. Was im Tech Shield? Im Mech Shield, ja. Na gut. Leckt. Kannst du mal buffen, Gato? Ja, ich schieß gerade auf die Tropical. Dann mach ich hier raus. Mit der Naked drauf? Ach, geht für mich, kommt. Die geht für mich. Ach, der Tech-Tap ist immer noch links oben. Ja, ich war. Echt? Ja. Wieder, oder? Ja, also wieder, immer noch, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall links oben. Oh, das Netz wäre juicy gewesen. Solange wir hier vorne so ungestört zocken und Foundations nehmen können, würde ich das weitermachen. Ich glaube, der gradet für mich, wenn ich buffe oder so. Der hat sich Wasserbuff auf jeden Fall gut. Ja, der holt sich Wasserbuff und macht dann immer von da hinten in mich rein. Ja, kommt er wieder. Ja. Ah, late. Bin gerade noch runtergekommen. Gehe ich kurz mal einfach versuchen, Trolls zu platzieren. Die ist super, super low. Drei Turrets basically voll gemacht und der Rest schießt halt nur so semi. Ich sag, die fangen schon an rauszutrimmen. No. Ja. Aber whatever. Die nehmen sich unsere Kids und gehen gehen in irgendeinen Red Hole und machen noch ein bisschen Exit PvP für morgen. Nehmen sich die Cap Fabbies und die gute Flak und dann wird er rein PvP'd. Da kommt eine Tropical. Eine Poison. Oh, da ist ein Tech-Suit. Lol. Ja, hier geht einiges. Hat das ein Spyclass? Die ist fast tot. Ich netz gerade nochmal. Oh, es hat gehittet! Ja, ich geb dir. Finish sie! Schnell! Nein! Einfach, solange hier kein Textfilter kommt. Musste genau da reloaden, wo du genetzt hattest. Oh, ja, ich musste sie halt netzen, weil du angefangen hast zu schießen, weil ich wusste, sie hebt gleich ab. Ja, die ist auf. Irgendwie 1k ist die weggekommen oder so. Er hat sich selbst abgeschossen. Antwort, ich bin nicht in Turret Range. Ich glaube, ich habe aber seine Rocket getroffen. Ja, oder so. Mit dem Take-Tab. Wild. Ja, die wollen grabben. Die werfen eine Carbo runter. Auf das Fortnite. Ja, will jemand die Kaki holen? Ja, kann ich machen. Der Moment, wenn man sich beschwert, wenn man geradet wird. Ja. Hä? Das sind so typische Arc-Leute. Das ist so ein typisches, wir deffen nicht, aber wenn wir deffen würden, hättet ihr keine Chance. Ja. So. Das ist so, das fünfjährige Kind verliert irgendwie, weiß ich nicht, Tischtennis oder Tennis oder keine Ahnung was. Ja, ich hab nicht richtig mitgespielt. Ja. So, hat ja gar keinen Spaß gemacht. Meine Mama hat letzte Nacht auch nicht richtig mitgespielt, hat keinen Spaß gemacht. Ja. Klimaanlage ist wieder in irgendein Turret gerannt. War das oben? Oder wo war das? Ich glaube, das war oben bei dir. Ja, der ist gerade runtergefallen. Ich sehe seinen Buddy gerade runterglitschen. Der hat einen Cryo in der Hand. Ja, dann grab ihn mal. Guckt eigentlich ab und zu in der Lobs, dass die da auf. Ich hab ab und zu. Ganz ab und zu. Ja, perfekt. Er hatte den Klimaanlage-Stego dabei. Weißt du, und dann gleich so in ein paar Stunden sitzen sie da irgendwie in ihrem Entrance, während wir irgendwie Grabbel glitschen oder sonst was machen und dann grabbeln sie uns rein und bei jedem Kit, hallo. Kommt da noch was, Junge, halt doch einfach dein dummes Maul. Ja, wir haben jetzt auch genug geschattet, können jetzt probieren. Ja, ich chatte ja nicht, aber. Ich wollte einfach in der Base sitzen und texten. Namen heute Nacht. Aber auf das Niveau lasse ich mich jetzt auch nicht runter. Eigentlich müsste man den
Ich meine, vielleicht kriegen sie es via Video irgendwie mit. Eigentlich müsste man diesen Raid so in 3 Minuten runtercutten. Ja, war super easy, ging mega schnell. Die haben gar nichts gemacht. Einfach nur so eine Compilation mit ein bisschen Musik drunter. Und so, ja, sorry, lohnt sich nicht. Die Gegner hatten gar keine Hände. Also den Anfang schneiden wir raus. Mhm. Ich hätte jetzt einfach nur die Hintern blauen können. Ist halt ziemlich sicher, das gereicht. Racer, erwache. Bist du tot? Ja. Nee, aber fast. Aber du kannst wieder drauf sitzen, ne? Ja, ich sitze schon wieder drauf. Gucken, ob ich von hier irgendwas. Oh, ich glaube, ich habe einen Engel. Auf die Wivern. Ja, tot. Wivern dead. Achtung, Poison. Oh Mann! Ach komm! Warum hat es jetzt nicht funktioniert, obwohl es die ganze Zeit funktioniert hat? Hab ihn? Hat glaube ich gecuttet, oder? Ja, er ist in Gates da geblieben. Ja, hat er den anderen Typ gelootet? Ich hab den anderen Typ. Er ist auch nicht mal in unserer Flak rausgekommen. Flak kann ich legit wegwerfen. 500 Hände, 300 Hose, 500er Chest, 500er Dingens und 400er Schuhe, ja. Das ist halt schlechte Red Drop Flock. Da liegt hier 4 unter dir, pass auf. Ja, alles gut, haben wir schon getötet. Was sorgt da? Der Gegner-Tüler ist hier. Der Gegner-Tüler? Ja. Okay. Dann lass ich gerne weiter schießen. Ja, wir haben ein paar mehr Heavys vorne jetzt auf jeden Fall. Ach, ich sag's nicht, Schatten. Aua! Klimaanlage tot. Ich hab Klimaanlage erschlagen. Mehr Buff, please. Ja, ich muss nur eben mit dem Zeug weglegen. Was machen Sie? Das Force Field groß? Können wir mal auf das Force Field bitte kurz schießen? Gone. Ja, dann das dahinter, das da. Ruf ein bisschen rein, Apfel. Wasser, nice. Ich will fürs Force Field weitergehen, mate, sogar schon. Ja, da ist noch ein Truth. Wie du das bekommst, mach. Player, Apfel, Player. Oh mein Gott! Not even close. I'm a survivor, oder? Ist doch warm, oder? Oh mein Gott, ist das low. 1-6, hast du noch. Ja, wir punchen, glaube ich. Einen von euch. Oh. Ja, der wird genockt. Hallo! Was sagst du zu Gönner, die schmeckt? Hallo, ich rede mit dir! Die Turrets gehen gerade alle der Reihe nach aus. Zorg schon irgendwie 5. Reihe oder so. Wollt ihr den Tech-Jenny da oben mal kaputt machen? Einfach mal nach. Nee, willst du den Tech-Jenny erst da oben auf der Ceiling, auf dem Headstream kaputt machen vielleicht? Wo ist denn der? Ja, auf dem Headstream, ganz oben drauf. Da. War der nicht schon mal kaputt? Oder nee, das war gerade so Songs, aber nichts. Die schießen alle noch. Naja, also. Ja, ich also guck mal, hier 4 oder 5. Ja, ich weiß, irgendwo schießen 1, 2 noch. Ja, das ist richtig. Kannst du auf den Stego? Und du reinlaufen? Ich kann nicht höher laufen. Ich komme halt nicht höher jetzt hier gerade, glaub ich. Okay, gut. Das Tech-Turret, das links. Siehst du das neben dem Tech-Jenny? Neben dem Tech-Jenny. Das da. Ah ja. Zu wenig Wände mitgenommen. Raided für nichts, alles schon weg.
Hat der gerade getalkt und dabei hast du ihn in die Luft gejagt? Ja, yo, du fucking gesagt. Und danach war er irgendwie verschwunden. Piston. Neues, alles aus hier oben. Ja, rechts ist halt noch. Will mich einer mit einer Kaki versuchen, auf den Vorsprung zu werfen da? Ja, kann ich machen. Soll ich den Mate Boost mitwerfen oder? Nee. Kannst du auch mit Tech Rap einfach. Wo möchtest du hingeworfen werden, Apfel? Links von Jenny? Oder? Ganz hoch. Ganz oben. Ich hoffe, das Intent nicht mit der Map Border, ne? Wer von hier? Da kann er nur vorhochlaufen. Und dann machen wir, Legend, wir machen als erstes ready? Das Ground Turret, das Ground Tech und danach das links davon an der Wand. I guess. Warte noch eben, bis er ein bisschen reingelaufen ist. Jetzt, let's go, für das Ground. Ich hab kein Ele mehr. Hat jemand Ele rausgepult? Ja, bei mir ist noch, Hat jemand Ele rausgepult? Ich hatte gerade nämlich noch. Down. Dann ist an der Wand. Hinter ihm? Nachdem sich die Verteidiger stundenlang beschwerten, wir wären zu langsam, haben sie angeblich Stuff gesaved und sind offline gegangen. Zumindest fast alle. Eine verlorene Seele namens Klimaanlage rannte immer wieder in unsere Turrets. Keine Ahnung, was seine Mission eigentlich war. Außer anfänglich 2-3 erfolgliche Vivan-Grabs haben die Boys nichts anderes als rein chatten gemacht. Schade eigentlich. Nachdem wir außen alles gewiped hatten, ging es nun darum, an der letzten Wall vorbeizukommen. Ach, da hinten sitzt dieser eine Stalker. Jenny, kauf zur Seite bitte. Kannst du das Deo noch ein bisschen näher ran? Dann kann ich auch healen. Ja, beschäftigt. Hab ich Mate Boost? Siehst du das? Ja. Oh. Ja. Meine Eule hat noch ein Level. Boah. Mal kurz healen abholen. Ja, das muss aber auch ein neues Diadon angeliefert werden. Hab ich doch schon. Bro. Es ist halt so dumm, dass wir hier mit zwei Stegos stehen dürfen, ne? Also. Dumm, wie die Typen drauf sind. Ja, das gut, ist das Einzige, was richtig dumm ist. Das ist ja nochmal was. Nee, aber. Ihr die redet Wall, uns wie langweilig. Wie wir die halbe Wall mit zwei Stegos hocken dürfen. Ah, gut. Und gegen hier. So. Und vorhin hast du schlechte Stegos. Die Menschen jetzt 100 Stats-Stegos haben. Ja gut, aber das meldet ja. Ja, Imagine also, Muni. Vom Heal meldet das ja nicht. Doch, du kriegst mehr hier. Nee, das ist doch capped auf. Nein. Cakes sind capped. Deodon ist nicht capped. Deodon, ja. Gut, aber wenn wir 100 Stegos hätten, hätten die auch wahrscheinlich mehr Ammo. Oder werden halt graded. Deodon ist nicht capped. You sure? Ja. Ich dachte nur, dass Passive Heal nicht capped ist von Deodon, aber normale Heal glaube ich schon. Nein, das ist nicht gecapped. Echt? Okay. Mach mal Beauty, wenn du kannst. Ich will grad diven. Ja, dann mal dive. Aber du willst nicht auch Beauty Buff geben zum Diven? Überwältigt. Also, warum nicht? So. Ich dachte, du bleibst hier vorne schon hängen. Du musst halt. Nee, nee. Du weißt, wo du durch musst. Ja, okay. Ziemlich genau hinter Gato. Bisschen. Also, siehst du bei mir im Stream. Sonst. Mit der Reise ist. Eine Foundation links von Gato. Du bist durch, oder? Ja. Die Tritts hinten an. Nicht. LOL, was ist das? Ja, das ist ja komplett juicy. Apfel, denk an Aufnahme, ne? Jo, mach ich dir gleich. Ja, guck, ob du Battle blazen kannst irgendwo. Ich mach mal raus, aufhören? Ich mach mich ready zum nach hinten. Ja, was wollen wir mitnehmen zum Ready zu nach hinten? Ganz Mitte? Das heißt. Support. Soll ich für einen Jenny noch diven? Hab noch Bier. Für den oberen? Ja. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wie? Dann kannst du auch danach. Wie viel lang hast du noch Bier? Eine Sekunde mehr. Ja, aber du kommst ja trotzdem raus. Maybe. Heck.
Ich würde actually warten, ob Apfelnick einfach reinkommt, Gato. Weil sobald der Jenny, also den anderen Jenny, der steht halt unter der Cliff. In dem Moment, wo du da jetzt aber durchkommst, nimm den Mackens in und geht. Okay. Mach erst Jenny, oder? Dann können wir rein. Sorry. Irgendwie habe ich den Reflex, so ob zu rifle, wenn ich nur ob sie. Ja. Ich denke, dass du unten den in der Hatching noch wegmachen musst, eventuell. Weißt du, wo ich meine? Auf der Rampe unten? Mhm. Wall ist aus, actually. Full, full. Das ist actually ein bisschen use. Da ist auch ein Stalk an der Wand. Egal. So, Jungs. Okay, jetzt boah, wie langweilig. Weg an, Raiden. Hast du beide Max mitgebracht? Nein, nur einen. Ja, viel Spaß, es wird legen wie Scheiße. Naja, ich merke das schon. Ich schlag so einmal die Minute. Ja, ich auch. Ich mach Woodfloss kaputt. Ja, was für den Loot ist weg. Ja, die haben den Safe nicht rausgebildet, die haben nur gelabert, oder? Ja, die haben nur gelabert. Also, maybe haben die Zeug Blueprints und so gedroppt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Oh, ist schon doch da. Ja gut, aber irrelevant nur, da ist doch nichts mehr Relevantes. Guck mal nach dem falschen BP. Hast du einen Spyglass, Apfel? Mittlerweile? Nein. Nee. Alter. Gehen wir mal eben selber die Crafting Area mal angucken. Ich will auch gucken, was sie an Loot haben. Ich hab nur in die Coil-Fridges geguckt bisher. Das andere ist noch locked. Na, der Repli ist locked. Ja, okay. Hier ist alles locked. Schade. Hä? Müssen ja gleich hier noch Crafting Area looten und so weiter. Ja. Also, keine Ahnung. Die Hälfte der Turrets hier sind gefühlt leer oder so? Ja, die Hälfte haben wir gesaugt. Die Frage ist, was ist der Rest halt? Hast du noch C4? Ja. Ich würde halt eins am anderen. Dann Trans-Replay und dann Boom-Boom machen. Lol. Ja. Die haben, glaube ich, gar nichts rausgedrabbelt. Jetzt auf jeden Fall noch Ammo und alles Mögliche. Ja, ich guess, wir looten das nachher. 43 AP, so ist actually nice, ein Female. Mit BP. Nice. Guck mal nach, ob die Klapp-BP haben. Hab ich schon, haben die nicht. Die also, haben ja actually bessere Flak-BPs sogar noch. Aber was? Die haben 270er Overcap, Fabi. Oh mein Gott. 267. Quetzplattensattel. Ne, 116. Nice. Nicht viel. Du hast noch einen Overcap mit Carbo-Sattel mit 46 Armor. Das hatten wir schon ein, aber nimm mit. Ich weiß nicht, was wir ja, haben. Ja, vielleicht ist er günstiger, ja. Eben, Hide sollten wir einpacken. Die haben halt legit nichts rausgedravelt. Sind trotzdem Spastis. Ja, das ist ein anderes Thema. Wir haben ein sehr günstiges Riot Shield. Das kostet nur 1000 Crystal. Ich glaube, das ist wenig. Mit 7,5k Dura. Also ich habe eins. Ich habe ein Riot Shield BP. 480 Crystal für 5,5 Padura. Ja, okay, gut. Also, ich muss sagen, ich habe nicht mit so viel Loot. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so viel Loot besitzen. Geschweige denn davon, dass wir. Ja, dafür, dass sie gar nicht rausgekommen sind. Dafür dachte ich halt auch, hier sind halt irgendwie ein paar PvP-Kits drin. Und that's it so. Aber die haben ja actually Stuff gehabt. So. Das arme Rino, denk noch an deinen Racer, was hier unten steht, Benny. Ja, da steht auch noch Stegos, oder? Oder hat die schon immer gecryot? Ja, nicht. Oh, hier stimmt.
ich muss nur gucken, ob ich Edge tot. Ah, Argo Theory. Ja, das hätte ich dir sagen können. Danke. Woodfarm. Was? Was Theory hieß so. Woodfarm? Achso. Okay, das, hä? Aber ich bring erstmal den Stuff rüber. Ich bin nämlich voll mit Tames. Muss mich jetzt nicht irgendwo absnacken lassen.